office of the medical examiner, Peetsville. Dr. Jack Hanbin is speaking. How can I help you? Good evening, this is Kate Brooks. I'm not sure if you remember me. A few weeks ago, we talked about an article I'm working on. It's about your wife. I dropped by last Friday to speak to you, but you weren't working at the time. I asked the security guard to pass on a note for me. I would like us to discuss the topic of... I thought I had made it painfully obvious. For the last time. No! Please don't call me again and stop inquiring about my wife. Damn journalists. Ugh, they don't let me work. God damn it. I'm not in the best frame of mind to record a lecture for my students now. I'm feeling completely broken. Where did I leave my meds this time? Oh nein. Oh nein, die Grafik ist auch noch gut. Oh nein, man kann alles an. Warte mal. Stephen didn't clean up after himself again. Ach du Scheiße. Ah, und überall ist Schnaps drin. Überall hat es Schnaps. Okay, die haben keinen Sound. Das ist halt halb so wild. Ja gut, also wir sind ein Alki, hä? So wie das aussieht. You won't be needed for the next few months. Also Grafik ist schon mal geil, würde ich mal behaupten, für einen Horror-Autopsie-Simulator. Awful. It would be good to finally repair the coffee machine. Der Kaffee sieht... Kann man hier ranzoomen? Ne, kann man nicht, okay. Oh nein, oh mein Gott, dunkel ist wirklich dunkel. Alter! I guess it was in another life. Oh, warte mal, hier ist noch irgendwas? Kann ich hier was... Ah ja, okay, das ist ja... Das kennt man ja. Ja, okay. Also es hat Horrorelemente mit drin. Scheinbar. Oh, das war ein Leck. Alter, sieht das unangenehm aus. Das erinnert mich... Ach, Digga, weißt du was? Warum habe ich die Sound-Alerts noch an? Wirklich, das ist bodenlos. Das ist Autopsie-Simulator. Und, oh nein, man kann hier... Oh nein. Ich habe einen Vorabzugang bekommen. Das kommt erst am 9. tatsächlich raus. Da habe ich vorhin echt große Freude gehabt, als ich die Nachricht bekommen habe. Und... Alter, was habe ich denn für einen Metzgerkittel an? Der wibbelt sogar. Oh mein Gott, es gibt Physics. Hier liegt eine Cam. Pills first, Jack. Pills. Erst die Tabletten. Ich möchte eine Sache kurz machen, weil ich möchte, dass es ein bisschen mehr knallt. Ich möchte, dass es richtig ins Ohr scheppert. Bathroom. Ach du Scheiße. Okay, time to pull myself together. Oh, okay. Ja, der Spiegel ist kaputt, Bobby. Da wurde der Soundteil gedreht. I need to set the camera first. Oh nee, Alter, es ist mit so Kamerascheiße. Och nee, ey. Now remember, Jack. Don't forget, hit the record button this time. Wo soll ich denn jetzt hin? Stelle sie auf das... Stativ im Sezierraum. Wo ist denn der Sezierraum, Alter? Oh, nee, ne? Out of order. Laboratory. Okay. Okay. Die Tür geht einfach. Okay. Okay. Hopefully the new tripod is going to hold up. Ich fühle mich unwohl. Ah, okay. Nudity. Gut, okay. Es ist zensiert, sehr schön. Dankeschön, das ist sehr wichtig. Stativ, cool. Da freue ich mich doch drüber. Now I just have to get everything in frame. Ja, Aufnahme starten. November 20th, 1991. Time, 8:43 p.m. Recording for medical students from the University of Missouri. This autopsy is conducted by Jack Hanbin. Hello, everyone.
welcome to the autopsy room. Today, you will have the dubious pleasure of following a full autopsy, step by step. For those of you who have already performed your first autopsy, this will refresh your basic knowledge. In turn, for those whose knowledge is only theoretical, I advise not to watch this after a meal. Ich soll jetzt eine Autopsie machen. Wirf einen Blick auf die Tafel. Cool. Welche Tafel? Jetzt. Ah, ja, okay. Ach du Scheiße. Okay, Metzgerkittel? Was? Always wear an apron, mask and gloves. Goggles are a must when the job is splashy. And in case of sharp accidents, it's worth having disinfectants at hand. It's true that you won't get ptomaine poisoning straight away, but if your liver or kidney aren't doing well, you may end up with diarrhea. Ah ja, natürlich. Achso, er will jetzt hier alles vorlesen. The cadaver is placed on its back on the autopsy table. The pathologist stands on the right of the deceased. Make sure that all the necessary tools are always at hand, so that you don't have to run around looking for something, like I do all the time. Ja, sowas sagt man auf jeden Fall, wenn man ein Video macht, oder? Hey, Schatz, grüße. It is difficult not to interfere with the original condition of the deceased. Written and photographic documentation plays a vital role throughout the entire examination process. Also, ich bin ehrlich, in solche Bereiche möchte ich im echten Leben nicht rein. During your research, be patient, inquisitive, but above all, attentive to detail. Many entries are visible at first glance, but sometimes they can be cover for more interesting stories. And lastly, remember that nothing teaches you self-narration like working with the dead. So get used to that fact soon. Everyone will think you're talking to yourself. Ja, okay. Now onto the police folder. That will contain all sorts of pertinent information as to who the deceased might be and what potentially happened to them. So, let's take a closer look, shall we? Warum ist hier ein... Also... Warum liegt hier ein Holz? Ich gebe auf. Wo ist denn der Ordner? Da. Ja. Police Case File. Okay, das ist alles geblurrt. Warum ist das The deceased was found on the outskirts of a parking lot at a gas station, where he often begged and persistently offered drivers to wash their car windows. Okay, was mache ich jetzt? EQ-Seite wechseln. Ah, okay. The body was noticed by a station employee during the morning shift. Initially, he thought that someone had thrown some boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize the pile of clothes as the body of a man. He worked most of his life at the local port dealing with unloaded cargo. He was fired for being drunk and starting fights. His son runs a hardware store on his own. His wife left him years ago. They both had no contact with the deceased. Signs of libation were found around the body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. Was ist vor allem, was ist das da? Was soll das, ist das Holz? Kann man da reinzoomen? Das sieht nicht, also, ne? The deceased's name is Tobias Chambers, locally known as Old Toby. Homeless and unemployed for at least a couple of years. Alter Tobi, das ist Tabak. Okay, pass auf, beenden. That's it. Ja, der ist safe. It's worth remembering the context around the scene of a death. This allows you to better interpret any traces found on the body. I shouldn't start the procedure without gloves. Sieht nach einer Baumwurzel aus. Ja, irgendwie schon, aber es sah irgendwie ziemlich kaputt aus. Was ist das für... Now it's our turn to take some pictures for our files. If I can just remember where I left the camera. It's in here somewhere. Fotokamera aus der Schreibtischschublade. Aha, there you are. Okay. It was here somewhere. Ja, sehr modernes Modell. As I mentioned at the beginning, before we begin the internal examination, we need to document the cadaver and the condition it arrived in. We begin with a full body photo. Try and stick to the top-down rule, but this is not always possible. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Okay. Mich würde aber noch interessieren, in welchem Jahr wir uns befinden. Kann man das irgendwo rausfinden? Warte mal. Some of my previous cases more prosperous times. Irgendwie was erkennen? Ne, warte mal, wir gucken mal in die Polizeiakte, da müsste es ja drinstehen, oder? Irgendwo? Hier, 91. Ich weiß jetzt nicht, ob das die einfach vom Pfeil ist, oder? Warte mal. Da erkennst du. Warte. Oh. Ne, das war Phone Number.
Warte mal. Schiel, bla bla bla. Ein Date steht nicht dabei, ne? Ne, ein Date finde ich hier nirgendwo. Scheiße. Das würde ich gerne noch wissen, in welchem Jahr sich die ganze Sache da abspielt. Aber wenn ich so die Sachen hier angucke, dann ist das ein bisschen... Oh. Ja, okay, gut, wenn man sich den PC anguckt, ne? Sieht man hier irgendwo vielleicht ein Datum? Nein. Moin, Torbjörn, Grüße. Und Loco, danke für dein Geschenksab an Verolina Merci. So, was wollte der jetzt von mir? Foto machen. Okay, ups, top, side, down. Wie nehme ich die Kamera? Wie nehme ich die Kamera? Wow! Okay, okay, okay. Mache ein allgemeines Foto des Leichnams. Voila. Now we move on to the next step. Looking for traces. Alter, was cool. Look at the corpse from different sides, from different angles, up close, and from a distance. You're looking for anything out of the ordinary. Okay, okay, okay. Alles, was ungewöhnlich ist. Ja, der hier, guck mal. Mach mal Foto. Warum kann ich kein Foto machen? Finde Spuren am Leichnam, die du dokumentieren kannst. Achso. Muss ich das mit der Kamera? Nee. Hä? Da fängt's schon an. Da fängt's schon an. Ich kann kein Foto machen. Das geht nicht. Ich komme auch nicht mehr... Okay. Okay. Ich muss reinzoomen. Okay. Habe verstanden. Hier am Schädel hat er irgendwas. That's something interesting. It will be necessary to check whether this injury was severe enough to cause damage to the brain. Mhm. Haben wir noch irgendwas? Vielleicht am Piephahn? Alter, was mit den Beinen los? Some wounds in the feet and signs of frostbite, probably because the subject's shoes were too small. Ah, abartig. Und die Knie, oder? Nee. Was haben wir denn noch? Doch hier irgendwas an den Fingers. Das sieht ekelhaft aus. Physical work and frostbite. Okay, dann haben wir alle Fotos, oder? We will check which of our initial observations will be worthy of further consideration. But before we get to that, I need to write down some basic data. Okay, machen wir. Befestige die Fotos an der Tafel. Okay, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Haben wir? Erste Schritte. Okay, führe die Obduktion durch. Ich habe gar keinen Bock. Ja, und wie mache ich das jetzt? Soll ich jetzt einfach drauf losschnibbeln, oder was? Ah ja, warte. Scalpel, scissors, syringe, magnifying glass, knife. I guess I forgot to clean the knife. Ja, und was möchtest du jetzt von mir? Führe die Obduktion durch. Oh mein Gott. The deceased was unclothed. Date. Okay, as you can see, I note everything down on previously prepared forms. Every pathologist must keep a detailed record of every step of the autopsy. This not only allows you to track the procedure, but also collates the results together, upon which you may back up your conclusions. So, enough of the boring prep. Let's begin by taking a closer look at the spots I photographed earlier. For this, you're going to need a magnifying glass. Untersuche die verdächtigen Stellen mit der Lupe. Okay, machen wir das. Wo kriege ich die Lupe her? Da. Nee, da. Warte mal. Auf Tab war das. Ich kann aber das Blatt nicht rausholen. Hm? Okay. Nee, warte. Shift. Nee, geht auch nicht. Okay, machen wir hier. Scalpel, scissors. I guess I forgot to clean the knife. Hä? Achso, Tab. Nee, warte mal. Shift-Klemmbrett. Also, es ist doch 1991, hä? Das Blatt ist cool. Warte mal, weg. Tab-Werkzeuge. Ach du Scheiße. Eine Astschere? Ja. Which spot first? Mit denen da, oder? Looks like a burn mark. No doubt painful. But it's not pertinent for this case. Mhm. Wie ist der hat hier durch den Schlag, oder? I can confirm the presence of ecchymosis on the deceased man's head.
The appearance indicates the intravital nature of the wound. Add alcohol, which I can clearly smell. And this was an accident just waiting to happen. Ja, okay. Next one. Ich bin gottfroh, haben wir die Zensur hier mit drin, sonst könnten wir das gar nicht spielen. The fingertips. We can tell by the characteristic skin color. Boah, sieht das ekelhaft aus, Junge. Ah, ich kann mich bewegen. Ah, okay, okay, okay. Definitely a painful mix of frostbite, abrasions and blisters. Old Toby had been wearing shoes too small for him for a very long time. That's if he wore any at all. Können wir mal über die abgefuckten Zehennägel reden, Alter? So far, there are a lot of superficial wounds, but only one serious injury to the head. Let's go back to our notes. Okay, zu den Notes. Muss ich das über das Klemmen? First, I mark the location of the injuries and make notes for each one. So, einmal da, einmal da. In frost season, if Toby's body, even though this type of wound didn't contribute to the deceased's death, we're still required to record it. As you can see, we don't have much to go on. Let's write down what preliminary causes of death we can think of. Okay, was soll ich jetzt machen? Okay, das haben wir. Mögliche Todesursachen. Ach, das kann ich verschieben. Okay. Markiere und betrachte jede Wunde aus dem Abschnitt Spuren und Wunden. Ja, das... considering the conditions in which he slept, his body may have become hypothermic. Mhm. The nights have been particularly nasty lately. We will check if there are any signs of freezing internally. This is of no interest to us. Since the deceased clearly smelled of alcohol, I'll add alcohol poisoning to our list. Mhm. Lege das Klemmbild ab und fahre mit der Obduktion weiter. Okay, warte mal, das war die falsche Taste. One thing left from the basics. Rigor mortis. Was ist Rigor? Okay, das, ich habe keine Ahnung, was das ist. Führe die Rigor mortis Untersuchung durch. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Da bin ich tatsächlich raus. Was muss ich da jetzt tun? Well, we take our deceased by the hand. Ja. Gradually we raise it. What the fuck? Now let it go. As you can see, the hand falls loose. What's the conclusion? Death must have occurred more than 72 hours ago. The police information appears correct. Ah, ja, okay, 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 okay. Wo soll ich das jetzt eintragen? Bei der warte. Hier weg? Nee. Nee, nee, wo soll ich das jetzt eintragen, Minion? Todesursache, Datum. Ich glaube, ich kann das nicht eintragen, oder? Starre, nein. Achso, der hat das schon eingetragen. Ja, okay. The trauma seems the most promising, so we'll start there. For this, I need an oscillating saw. Wir schneiden dem jetzt die Birne auf, Alter. Wo ist die? Die Säge. The cut is made from ear to ear. Ah ja, okay. Alter, was zur Hölle? After which, we remove the skin and the top of the skull. Ich weiß nicht, ob ich das weiterspielen möchte, bin ich ehrlich gerade. Ich soll jetzt das Hirn rausnehmen, ja? Ach, der Gott, das ist ja bodenlos. We can see that the brain's cerebral gyri in both hemispheres are symmetric. The brain looks good. Let's take a cross-section. Ja, das Hirn sieht super aus. Ja, natürlich hier, ne? Das ist der Gehirnsack. Alter, ist das abartig. Verlasse den Leichnam. Some pathologists prefer Alter, ist einfach leer. Without removing them. However, for me, it's much more convenient to examine them on a board, which we'll do now. Okay, beenden. Ja, ja, nein. Ich möchte das nicht zerschneiden, bitte. Holding nein. A long narrow blade knife in the dominant hand, I slowly cut the cranial nerves on both sides. All the time, pulling the brain towards us. Uh,
Bruder. Okay. Ja, die Maus ist sehr... Ja, die... Oh Gott. So far so good. The hematoma seems to have had no effect on the brain. Wenn ich so drüber nachdenke, dass das vielleicht mal irgendwann mal mit mir passiert, weiß ich nicht. Er sieht einfach aus wie ein... Das ist der Schmetterlingsschnitt vom Schnitzel, Alter. Das ist ein Furchteifel, wirklich. Gehen wir wieder rein. We can rule the fatal accident out as well. Mit deutlichen Furchen. Schließe Sturz als mögliche Ursache aus. Brain is in good condition, so we have no choice. But to proceed to the internal examination of the other organs. Okay, was möchtest du jetzt? Jetzt gehen wir wahrscheinlich wieder raus. Ja? Wähle das Skalpell und beginne mit dem Schneiden. The incision should be in the shape of a letter Y. We use a deep cut to reach all the way to the ribs and to penetrate the abdominal wall. Kann ich das drehen? Kann ich das irgendwie... Bewegung, Werkzeug, Aktion. Ah, okay. Das geht einfach so. Okay, okay, nevermind. Oh, ist das... Ja. Ich hab ihn aufgeschnitten. Hä, ist doch offen, Alter. Wie tief soll ich noch? Doch offen. Wähle das Skalpell und beginne mit dem Schneiden. Ja. Habe ich. Er ist offen. Okay, nochmal rein in die Pommes hier. Ja. Ah. Now we peel back and separate the skin. Ich weiß nicht, ob ich das alles will. Oh! Nein! Das sieht aus wie ein Salat da drin, wirklich. Das ist ein Caesar Salad. Ja, es ist doch zurückgezogen, oder? Wieso kann ich... Ziehe mit einer freien Hand die Hautlappen zurück. Ja, das... Ja, natürlich. Ah, ist das ekelhaft. Okay, hab ich. Now we need to remove the ribs. We'll need the loppers for this. Was brauchen wir? Wähle die Astschere und entferne die... Oh Gott sei Dank geht das so. Crunch, for some anyway. After removing the cartilage tissue, we instantly notice two things. Firstly, there is no congestion of the internal organs. This means that although the deceased was hypothermic, it didn't kill him. Secondly, the deceased smoked like a chimney. So, we should take a closer look at those lungs. Okay. Dann nehme ich jetzt die Lunge raus, ja? You can see widespread black and tarry deposits caused by smoking cigarettes. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Alice smoked too. It didn't kill her, but... what was I talking about? Lungs. Yes. Advanced inflammation. Ja, wo schreibe ich das jetzt rein? Wo soll ich das jetzt reinschreiben, mein Lieber? Markiere den Schaden an der Lunge auf dem Klemmbrett. Okay, da habe ich aber nichts. Da kann ich nichts eintragen. Das zieht noch nicht, Fabi. Ah, doch, hier. Verursacht durch Rauchen von Zigaretten. Mhm, okay. Muss ich da jetzt nochmal draufdrücken? Nee.
Hat es hier noch was zu markieren? Nee, ne? Steht nicht im Zusammenhang. Okay. What now? The syringe. Now's a good time to collect some samples. Ja, natürlich, das machen wir doch. Specifically three. From the eye, the heart, and the bladder. Was? I'm interested to see the concentration of alcohol. Doch nicht vom Auge. Machen wir das entspannter als erstes. Ja? 5 milliliters from the left ventricle should do it. Okay. Left on the bladder, we draw about 10 milliliters of fluid. So, da werde ich jetzt weggucken. Vitreous humor analysis is very useful in indicating long-term alcohol abuse. Now we take our samples to the centrifuge. Before I do that, I need to find my notebook. My dyscalculia means that I always double-check the settings. Was soll ich machen? Hol das Notizheft mit den notwendigen Werten für die Zentrifuge aus dem Büro. Ich weiß genau, was jetzt passiert. Ich weiß ganz genau, was jetzt abgeht.